Erstmal vielen Dank für die Einführung und dann auch einen schönen guten Tag von mir in die Runde. Genau, also was haben wir heute mit Ihnen vor? Es wurde ja schon gesagt, es geht heute um Open Cost in der Praxis. Und das wurde auch bereits erwähnt und ich denke, einige von Ihnen werden uns auch aus dem Open-APC-Kontext kennen, wo wir ihre Daten verarbeiten und aggregieren. Und daneben, wie gesagt, sind wir halt auch Teil des Open-Cost-Projekts und wie diese beiden Projekte, Initiativen auch zusammenhängen, miteinander interagieren. Darum geht es dann auch ein bisschen in diesem Vortrag heute, in dem wir erklären, wie die OAPK-Daten aus Jülich zu uns nach OpenAPC übermittelt wurden unter Nutzung des OpenCost-Metadatenschemas. Wobei wir dann in dem Vortrag auch ein bisschen den Fokus auf die hybriden Deal-Daten legen werden. So, dann einmal kurz zum Projekt OpenCost an sich. Das ist ein DFG-gefördertes Projekt mit dem schönen Titel oder Zusatztitel Automatisierte standardisierte Lieferung und offene Bereitstellung von Publikationskosten und Verlagsvereinbarungen. Einmal kurz durchatmen, ziemlich lang, aber er fasst schon ganz gut zusammen, worum es im Wesentlichen bei dem Projekt geht. Das Ganze wird von drei Projektpartnern getragen, haben wir auch schon gehört. Das sind zum einen das DESI in Hamburg, die UB Regensburg und wir aus Bielefeld. Eines der wichtigsten Schwerpunkte unseres Projekts ist die Entwicklung eines gleichnamigen Metadatenschemas, des Open-Cost-Schemas. Das schauen wir uns einmal kurz an. Und das Ziel von diesem Schema ist es halt, dass man damit eben Kostendaten, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Publizieren anfallen, darstellen kann. Das können also ganz klassische Article Processing Charges sein, also APCs, die für Gold-OA-Artikel oder hybride Artikel anfallen. Das können aber auch eben Kosten sein, die im Zusammenhang mit Verträgen, Transformationsverträgen wie Deal anfallen. Und es ist vor allem ein maschinelles Übertragungs- und Austauschformat. Das ist nochmal wichtig zu betonen, also es ist jetzt nichts, was die Leute irgendwie von Hand aus füllen sollen, dafür ist es nicht gedacht. Und noch einmal kurz zurück, wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, alle Infos dazu finden Sie auf unserem GitHub-Repository, da sind neben dem Schema auch viele Beispieldateien hinterlegt. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns einmal kurz ein Beispiel an, damit man mal so einen Eindruck gewinnt, wie das überhaupt aussehen kann. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Technische gehen, aber dass man es, wie gesagt, einmal gesehen hat. Was wir hier haben, ist halt Darstellung wie in Open-Cost-Kostendaten, in diesem Fall für eine Gold-Open-Access-Publikation, dargestellt werden. Wir können sehen, dass das Ganze in XML formuliert ist. Und hier an erster Stelle haben wir halt die Zahlen der Einrichtung, die hier entsprechend über einen Identifier kodiert ist, hier über die RAW-ID. An zweiter Stelle sehen wir dann die DOI, um die Publikation zu identifizieren, für die gezahlt wurde. Wir sehen dann an dritter Stelle die Kostendaten und das ist im Grunde dann auch eigentlich der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Und wie wir hier sehen können, wurden also für diese Publikation zwei unterschiedliche Kostenarten berechnet. Wir haben zum einen die Publikationsgebühr für das Publizieren in Gold Open Access und zusätzlich wurde dann noch eine Page Charge berechnet. Unten sehen wir dann den gesamten Rechnungsbetrag, den wir halt auch eben aus den einzelnen Beträgen herleiten können. So, dazu nur mal ein ganz kurzes, simples Beispiel für eine Publikation, für die eine APC mit Zusatzkosten berechnet wurde. So, dann war natürlich die Überlegung, wie können wir das Schema für unsere Zwecke nutzen? Und da haben wir natürlich eigentlich direkt schon am Anfang des Projektes daran gedacht, dass der Use Case der OAPK-Daten im Grunde ja, eine sehr gute Probe auf Exempel darstellen würde.
Und dann haben wir halt, oder wie gesagt, kurz zum Hintergrund, da hören wir gleich noch ein bisschen was. Und ich glaube, den meisten dürfte das auch bekannt sein. Für das DFG-Programm Open Access Publikationskosten, kurz OAPK, übernimmt das Forschungszentrum Jülich das Kostenmonitoring. Und dabei konnten die teilnehmenden Einrichtungen dann auch direkt der Weitergabe ihrer Daten an OpenAPC zustimmen. Ja, also man konnte bei der Einreichung, ich glaube, ein Häkchen setzen, dass Jülich direkt die Daten an uns liefern darf. Genau, und da war natürlich für uns die Überlegung zusammen mit Jülich, wie machen wir das, wie können wir die Daten übermitteln. Und da war es ja ziemlich einleuchtend, dass wir das unter Nutzung des Open-Cost-Schemas realisieren möchten. Zunächst stellte sich dann die Frage der Konvertierung. Also auf der einen Seite in Jülich, wie nimmt Jülich die Daten, die sie von bekommen hat? Die kamen ja per Tabellenblatt von den Einrichtungen. Wie nimmt Jülich und packt das sozusagen ins Open-Cost-Schema? Und dann auf der anderen Seite, wie in Bielefeld, wie entpacken wir dann wieder das Ganze, sodass wir die Daten in OpenAPC weiterverarbeiten können? Genau. Und dabei hatten wir dann sozusagen ein grundsätzliches Problem bei den hybriden DIR-Daten erstmal zu lösen. Dazu kommen wir jetzt kurz. Und es ist ja so, in Open Cost und eben auch bei OAPK werden die DIR-Kostendaten vertragsbasiert dargestellt. Ja, das heißt, man muss pro Vertrag angeben, was man in einem Jahr dafür entrichtet hat. In OpenAPC verwenden wir hingegen einen etwas anderen Ansatz. Bei uns ist es so, dass wir Kosten grundsätzlich publikationsbasiert darstellen. Für DIL und DIL-Daten sammeln wir auch schon seit längerem, hat man dann damals, ich glaube 2019, Christoph, nach ein paar Community-Diskussionen und einem Workshop, auch im Rahmen der Open Access-Tage damals, sich darauf geeinigt, den Ansatz der sogenannten Equivalent APC zu verfolgen. Ja, also das ist so, dass wir dann quasi die jährlichen Kosten der Deal-Verträge nehmen und die auf die einzelnen Artikel umlegen. Das heißt, wir nehmen die jährlichen Kosten, die laut den PABAs und teilen die durch die Anzahl der Artikel, die in den Tabellen zu finden sind, die den PABAs anhaftet. Und so bekommen wir dann halt die Equivalent APC. Genau, und im Zusammenhang mit den OAPK-Daten standen wir dann halt vor der Herausforderung, wie können wir die OAPK-Daten in dem Open-Cost-Format, wo schon alle Informationen, die wir eigentlich benötigen, schön drinstehen, aber eben nicht in der Form, wie wir sie in OpenAPC gerne haben wollen. Genau, wie können wir das Ganze nun extrahieren? Und das wird Ihnen, glaube ich, mein Kollege Christoph jetzt ein bisschen näher bringen. Ja, Julia, vielen Dank. Ja, du hast das Problem im Grunde schon geschildert. Wir sind eben in OpenAPC verfolgen mit dem Ansatz, dass wir gerne Kosten immer gebunden an eine Publikation darstellen wollen. Das ist eben auch bei DIL der Fall. Und wir sind jetzt eben hergegangen, beziehungsweise genau genommen ist das Forschungszentrum Jülich hergegangen und hat eben diese DIL-Kostdaten entsprechend im Open-Cost-Format kodiert. Und wir haben sie halt auf unserer Seite eben entsprechend so ausgepackt, dass wir sie eben bei uns dann eben publikationsbasiert in unseren Datensatz übernehmen können. Wir können uns das hier noch einmal ein bisschen im Detail angucken. Ist jetzt auch wieder ein bisschen technisch, aber man kann sich's, glaube ich, einigermaßen gut herleiten. Wie sind wir vorgegangen? Das Erste, was wir hier sehen, das sieht man jetzt an den äußeren XML-Elementen, das ist ein sogenannter Contract. Das heißt, dieses XML-Schnipsel, das wir hier sehen, das kodiert eben einen Contract, also zum Beispiel einen Transformationsvertrag. Und das ist eben genau das, was eben Gernot schon in seinem Vortrag erwähnt hat. Das Problem, wie man zum einen einen Transformationsvertrag mit allen relevanten Metadaten irgendwie als Entität kodiert,
und wie man eben auf der anderen Seite alle Publikationen, die in einem gewissen Zeitraum zum Beispiel unter diesem Publikationsvertrag veröffentlicht wurden, wie man sie damit quasi verknüpft. Und genau das ist das, was eben das Open Cost Schema in diesem Fall tut. Wir sehen da bei Schritt 1, sehen wir den sogenannten Primary Identifier. Das ist erstmal nur ein Identifikator. Das ist eben die ESAG-ID aus der ESAG-Datenbank. Wir sehen dann bei diesem Block Amount Paid, da sehen wir mehrere Kostenpunkte. Das sind eben die Sachen, die eben die Institutionen eben an Jülich berichtet haben. Wir sehen da eben einmal diesen Kostentyp Publishing und einmal diesen Kostentyp Read, also für den Publish- und Read-Anteil. Und wir sehen für beide Punkte darunter eben nochmal VAT, also eine Mehrwertsteuer. Und ganz unten sehen wir nochmal den Amount Invoice, das ist der Gesamtbetrag. Und jetzt ist ganz wichtig, das ist der letzte Punkt, dieser Schritt 3. Das ist eben eine Invoice-ID, die wurde erstmal so im Grunde arbiträr vergeben. Und diese Invoice-ID verknüpft jetzt eben diesen Publikations- oder diesen Transformationsvertrag mit den einzelnen Publikationen, die dazugehören. Das geschieht jetzt nämlich auf dieser Ebene. Das, was wir hier wieder sehen, ist eine einzelne Publikation als äußeres Element, Open Cost Publication. Und was wir jetzt eben gemacht haben in OpenBPC, das ist jetzt Schritt 4. Wir haben uns jetzt, wenn wir jetzt für eine Institution, in diesem Fall ist es eben Regensburg, wenn wir jetzt für Regensburg alle Publikationen haben wollen, die eben Regensburg zum Beispiel hier unter, was ist es, Wiley 2019 veröffentlicht hat, dann würden wir eben alle Publikationen raussuchen, die diese Invoice-ID haben und eben so mit diesem Contract-Element, das wir gerade gesehen haben, verknüpft sind, weil sie da eben denselben Wert tragen. Wir bestimmen dann im nächsten Schritt Institutionen. Das wissen wir jetzt in diesem Fall, das ist Regensburg, hier auch wieder kodiert über die RAW-ID. Und anschließend zählen wir die Anzahl der Publikationen, die diese Invoice-ID tragen. In diesem Fall waren das 73. Und im letzten Schritt berechnen wir jetzt die Equivalent APC, die wir eben in OpenAPC gerne haben wollen. Das heißt, wir nehmen die Gesamtkosten, die wir eben gerade aus dem Vertrag rausgelesen haben, das sind diese ungefähr 300.000 Euro, und teilen das eben durch die 73 Publikationen, die wir gefunden haben. Und dann landen wir bei einer Equivalent APC, in diesem Fall von etwas über 4.000 Euro. Ja, und dann nehmen wir uns im Grunde diese gesamten Daten, die wir jetzt gerade extrahiert haben, und schreiben die eben in so ein übliches Tabellenformat, wie wir es eben in OpenAPC benutzen und wie sie es zum Beispiel auch benutzen, wenn sie uns traditionell Daten melden. Und das können wir dann ganz normal weiterverarbeiten. Das hat auch alles soweit eigentlich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Es gab einen kleinen Stolperstein, über den wir dann quasi gefallen sind. Und das hing so ein bisschen mit den Workflows zusammen, weil das Abgabedatum oder die Abgabefrist für den quasi für den ersten Durchlauf der ORPK-Daten, der lag irgendwie, ich glaube, im Jahresanfang 2023. Und das Problem war aber, dass die PABAs, also die letztlichen publikationsanzahlbasierten Abrechnungen von DEAL, kamen erst ungefähr so zur Jahresmitte. Und dann hat man eben das Problem, dass diese Daten leider stark voneinander abgewichen sind. Die passen nicht zusammen. Das heißt, wir mussten halt hergehen und das irgendwie lösen. Und dann sind wir einfach zu dem Schluss gekommen, dass quasi die Einrichtungen nochmal hergehen müssen und diese Listen nochmal nachmelden sollten, wenn dann eben die PABAs eingetroffen sind. Und das hat eben auch dazu geführt, dass jetzt für diesen Jahrgang die Abgabefrist für ORPK verlängert wurde, sodass sie eben jetzt die Meldung auf Grundlage der PABAs machen können. Dann habe ich noch zwei Statistiken, weil es ja auch, da geht es jetzt darum, wie profitieren wir als OpenAPC eigentlich von diesem neuen Mechanismus, dass wir jetzt eben Deal-Daten direkt über ORPK beziehen können. Da können wir auf einer Seite, können wir einfach die Anzahl der Institutionen betrachten, die eben Deal-Daten oder hybride Deal-Daten an uns melden. Da sehen wir eben hier schon, das ist eben dadurch, dass wir jetzt eben auch diesen ORPK-Mechanismus haben, deutlich angewachsen. Da sind wir jetzt für 2022 sind wir irgendwie bei 50 Institutionen gelandet, während das vorher irgendwie eigentlich immer unter 40 waren. Und was eigentlich noch ein bisschen interessanter ist, ist die Frage, wie viele Artikel kriegen wir damit eigentlich abgebildet? Und das zeigt diese Auswertung. Wir haben jetzt hier einfach mal als Grundlage genommen die offiziellen Listen von der MPDLS. Die machen ja immer so DOI-Listen, wie viele hybride Deal-Artikel eigentlich für jeden Jahrgang und für jeden Publisher da veröffentlicht werden unter Deal. Das haben wir mal zusammengerechnet, jeweils für Springer und Wiley. Und das sind immer so rund 20.000, würde ich sagen.
Und man sieht eben hier auch in den Jahrgängen davor, wo eben die Institutionen direkt an uns berichtet haben, konnten wir immer so ungefähr ein Viertel der gesamten hybriden Deal-Daten abdecken. Jetzt, wo wir eben auch die OAPK-Daten haben, plus direkt, weil nicht alle Institutionen melden eben Deal über OAPK, sondern manche machen es eben auch noch eben weiterhin direkt an uns, an OpenAPC, ist die Datenlage jetzt schon ein bisschen besser. Wir sind jetzt so, ja, ich würde sagen, etwas über einem Drittel ungefähr der Daten oder der Artikel, die wir eben über diesen Mechanismus abgedeckt kriegen. Ja, Fazit daraus, dieser Mechanismus funktioniert. Wir können eben diese OAPK-Daten, die für OpenAPC freigegeben sind, können wir eben in diesem Open-Cost-Format kodieren oder beziehungsweise vielmehr das Forschungszentrum Jülich macht das, kodiert die Daten, schickt sie an uns, wir analysieren sie und entpacken sie und können sie eben bei uns dann in den OpenAPC-Datensatz übernehmen. Das Potenzial ist noch nicht so ganz ausgeschöpft, weil eben zum einen lag das eben an diesen fehlenden PABA-Nachmeldungen, weil nicht alle Institutionen für 2002 an uns nachgemeldet haben und weil natürlich auch nicht alle Institutionen dieses Häkchen gesetzt haben, dass die Datenweitergabe an OpenAPC erlaubt. Insofern ist also noch so ein bisschen unausgeschöpftes Potenzial. Ja, ansonsten kann man sagen, die Workflows und Skripte sind jetzt, glaube ich, auf beiden Seiten soweit etabliert. Das heißt, die zukünftigen Übermittlungen, die jetzt halt in diesem Jahr noch ansteht, die sollte jetzt problemlos laufen. Und ja, der Mehraufwand, den wir jetzt in diesem Jahr eben hatten durch diese nachträgliche Übermittlung der PABA-Tabellen, sollte dann auch soweit entfallen. Gut, dann habe ich noch einen Veranstaltungstipp, den kennen Sie vielleicht schon. Da haben wir uns jetzt ganz schlecht abgesprochen. Auch ich kann noch mal auf die Abschlusskonferenz verweisen. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte den QR-Code von Gernot, weil der hatte so einen schönen Dino da drin, den haben wir nicht. Der QR-Code sollte aber, glaube ich, zum selben Ziel führen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf Fragen.